Das war ja bei Diablo 3 auch so, da hatte ich dann noch einen zweiten Account, hatte ich noch ein Spiel nochmal gekauft, für einen zweiten Account nochmal. Oh, ja. Aber bei Diablo 2 war es ja richtig beschissen. Du musstest deinen Loot hinschmeißen, das Spiel verlassen und mit deinem nächsten Char rein. Ach, ja. Und hoffen, dass der Loot noch da liegt. Also in aller Regel war es so. Aber es gab auch schon Fälle, da war es weg. Krass. Ach, das kann ich gar nicht, weil das 2 Jahre habe ich gar nicht gespielt. Ich sage damals, ich habe es gesuchtet, weil ich es mal ein halbes Jahr gespielt hatte. Diablo 3, Alter, das habe ich richtig gesuchtet. Oh ja. Ich ja. Keine Ahnung. Fast 7000. 7000 Stunden. Das hast du sogar noch krasser gesuchtet wie ich. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, das war damals, als wir eine feste Clique hatten. So meine Zockerleutchen dort kennengelernt habe und so. Ja. Da war das ja. Das war, ging eigentlich mehr ums Quatschen im Teamspeak und Hand war, Diablo-Zocken war, lief irgendwie nebenbei. Es wurde gelacht und gequatscht, das war richtig geil. Ja, das ist schon ganz geil, dass man sich bei dem Spiel auch so gut miteinander unterhalten kann. Gucken wir nach einer Kasse. Nee, nicht da. Nichts da. Okay, mal hin. C und A. Ja. Warte mal, Niki schreibt. Alter, du scheiß Pferd, Mann. Wir sind doch weg. Wahrscheinlich vor Schmerzen geschrien. Hm. Oh, da ist ein Kürbis. Geil, der ist unserer. Da vorne ist noch ein Kürbis. Räuchte schon. Ja, geil. Ja. Die ist flatscht. Vor lauter Kürbisgeilheit rennt man noch in den Tod. Mann. Ja. Ah, scheiße, ich Idiot, hab mir meine Kürbisspritze nicht verpasst. Mist. Oh, vielleicht zählt das ja noch so am Ende. Denke ich mal, wird ja eher am Ende aufgeschlagen, oder? Auf die Punkte, die du hast. Ja, genau. So, was wollt ihr? Wo waren wir gerade stehen? Das beim Fort Bundelmann. Niki. Ja, dass man bei Diablo so gut quatschen kann miteinander. Ja. So, Niki kommt, glaube ich, auch. Also okay, später, cool. Aber jetzt hat sie irgendwie gesagt, dass er jetzt noch nicht kann. Ach so, ja, genau, dass man gut quatschen kann. Da ist mir dazu eingefallen, wir könnten ja auch mal wieder Tarkov zocken. Du hast da noch etwas an Nachholbedarf. Oh, ich meine, jetzt hast du es dir gekauft, aber es war nicht billig. Es ist ja echt schade drum und es macht echt Spaß. Also. Und ist ja eigentlich auch schon ein geiles Absolut. Game. Absolut, also richtig geil eigentlich. Na, ich habe keine Ausdauer. Also ich werde wahrscheinlich so lange wie es geht eh immer Hand spielen, aber weil es auch ein geiles Spiel ist und weil es halt eben, ja, es hat uns zusammengebracht. Es wäre auch ehrenlos, es einfach so in die Ecke zu schmeißen. Aber mein Hauptgame ist halt gerade Tarkov. Und ich denke mal, es wird sich so schnell auch nicht ändern, weil es ist einfach mal so übelst geil. Ja, und vor allem die machen da ja auch ständig was dran. Ja, richtig viel. Wollen wir da hingehen? Ja, was sonst? Ah ja, stimmt, der andere Boss ist ja auch da oben.
kriege ich jetzt mit den ganzen Kloppen? Das sind bloß 4 Mann. Ich nehme es locker mit 5 auf. Ist das ein Flammabler da hinten? Oh ja. Oder? Hier links auch irgendwo. Ja. Der hat einiges vertragen, ne? Ich habe leichte Schläge dann immer. Apropos Schlag, das Ganze ja bei Tarkov auch. Du hast ja von Haus aus irgendwie so eine Brechstange als Schlagwaffe. Kannst aber noch andere Waffen. Messer, dann hast du noch Äxte. Mhm. Und die haben auch echt unterschiedliche Werte. Also. Ja. Echt, die machen unterschiedlich Damage. Ich glaube, die beste Waffe macht mit einem leichten Angriff 32. Mit einem schweren 44. Okay. Dann brauchst du, glaube, je nachdem, ich weiß gar nicht, ob das auch auf den Kopf wahrscheinlich mehr Schaden macht als auf dem Körper. Aber letztens. Das kommt gut. Ja, ist auch gut. Letztens hatte ich einen Skef. Den wollte ich totschlagen. Den habe ich 15 Mal mit der Stange gearbeitet. 15 Hits hat er gekriegt. Und dann hat er mich erschossen. Oh, ey, das dachte ich mir, Alter, 15 Treffer, Alter, das ist ja schon viel. Und dann im nächsten Run habe ich 2 Skeffs totgeschlagen. Ich glaube mit 3 Schlägen jeweils. Mhm. Da ist gerade einer verreckt. Und da hat einer eine Dolch. Mhm. Das heißt, schneller sein und besser ziehen. Ja. Mist, hier vorne steht so ein Drecks-Zombie. Abknallen. Nee. Möglichst geräuschlos, aber gleich haben sie es scheiße. Mist, jetzt haben sie Stachelfalle ausgelöst. Oder selbst durchgeladen. Ach, das war ein Grunt, der dies ausgelöst hat. Ach so? Ja. Scheiße. Mist. Nein! Schrotflug. Ja. Mist, Crown & King. Durch das Fenster. Oh, eine Kasse. Sehr schön. Boah, ich brenne. Ja, Hurensohn. Ey, du Wichser. Nein, da gehe ich nicht hoch. Also, ey, warte, bis er den retzen will. Hast du was zum Anfackeln? Nee, nur was zum Werfen. Okay. Du hast eine Hit hier. Ja. Komm bitte in Laterne, Laterne. Da war eine! Laterne! So sieht's aus, Junge. Ich kann mit Necromancer gar nicht dich aber aufheben. Ah, okay. Was ist da drüben? Irgendwo? Ich lieg dort. Du musst außen hoch. Ah, ach so. Ah, geil.
Das ist ja geil. Das kostet mich halt auch ein bisschen Leben, seh's. Aber nicht viel. Cool. Ah, er hat seinen Partner mit einer Chokebomb ausgemacht. Aber er denkt jetzt bestimmt nicht, dass ich dich aufgehoben habe, weil ich die ganze Zeit hier unten bin. Oh. Schon geil, das Ding. Ah, der ist hier unten. Oder so ein. Ja, hier unten. Der hat seine Chokebomb verbohrt. Wo ist der? Unten. Bei dem Haupteingang, sag ich mal. Oh, der kommt zu mir. Hier kommt einer zu mir. Hat einen Hit. Hab sie. Sehr gut. Ja, das war die mit der Crown King. Nice. Guck grad mal. Okay. Ist safe. Dann geh ich rein und hol die Trophäe von dem anderen. Die liegt ja oben auf dem Dach. Munition. Ah, sehr schön. Und ich guck mal. Ja. Nö, nicht zu sehen. Oh, wo sie? Soll ich den Mosi nehmen? Ja, ich nehm's. Ja, gönn dir. Gehen wir denn jetzt hin? Ich will den anderen noch looten. Der Anthropos braucht er doch noch, oder? Bei More Battery. Mhm. Die laufen dann bestimmt runter zu. Nein. Zum Waffenlager. Alter, ich habe 2 Bienenfässer bekommen. Ich habe so gehofft, dass ich jetzt noch Dynamit bekomme. So, wo geht's hin? Richtung Wolfkopf. Waffe. Ja. Ja. Na guck, die haben jetzt schon aufgenommen. Ja, da rennen wir schnell hin. Ja, jetzt kommt so viel Wasser. Die schießen sich noch. Die könnten ja natürlich dann, wenn wir dort sind, auch rüberrennen. Ich würde sagen. So, wir das laufen bis zum Vor, oder? Ja. Und dort können wir dann, wenn wir sehen, die laufen nach Osten rüber, können wir sie immer noch abfangen. Mhm. Hoffe ich. Oder? Was sagst du als... Das klingt gut. Vor allem die kämpfen da anscheinend noch, die sind noch nicht losgegangen. Mhm. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht wieder so wie letztens, wie gestern, so im Einzelnen in die Hände rennen. Ja. Ja, das ist ja nur passiert, wir haben uns ja extrem aufgeteilt. Mhm. Wir haben irgendwie beide gedacht, ja, wir sind alleine. Ja. Und ich habe doch den Schuss gehört, oder wo ich dachte, ich habe Grashalm umgeknickt. Da bin ich aber auch nicht auf die Idee gekommen, mal die Sicht zu benutzen, mal zu gucken, nö. Mhm. Ich träume. Wollte ich jetzt auch gerade noch sagen, wir müssen öfters unsere Sicht dann noch benutzen. Ja. Bringt uns ja nichts, wenn wir mit 5 Sekunden am Ausgang stehen. Mhm. Oder mit 5 Sekunden ins Gras beißen. Jetzt könnten wir theoretisch auch zur Eisenhütte laufen und zu denen hochgehen. Bei der Brücke da warten. Ja, das können wir auch machen. Fuck. Ich guck jetzt gerade nochmal. Mhm. Nichts gesehen. Der ist auch von beiden Seiten auf. Oh, da ist ein Köder da drüben. Ich habe keine Ausdauer. Alter.
Alter, jetzt wollt ihr mich verarschen? Hm? Die laufen jetzt Richtung Spiegel. Naja, das meinte ich. Die hauen ab, diese Pisser. Ah. Oh, sind das Schisser, Alter. Da wollen wir mal einen schönen Kampf. Vor allen Dingen müssen wir jetzt hier durchs Wasser. Ne, hier ist noch eine Lootbox. Ne, keine Zeit für Lootbox. Nein, ich kann nicht. Ja, ich kann. Nein, scheiße, der Hund. Alter, das passt mir noch. Ich bin eh One-Shot. Ey, jetzt sind die bei Aden Parish, man wollte mich verarschen. Diese Arschlöcher, Alter. Ach komm, die kriegen wir nicht mehr. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Dann gehen wir raus und... Ach Mann. Ja, schade, hier waren schon welche. Mhm. Oh, sind das Schisser, Alter. Ich hasse solche Typen, Junge. Das Spiel lebt doch nur von dem scheiß Kampf, Junge. Ja. Es geht doch nicht darum, hier den Boss da, den Rotz da rauszuschleppen. Junge. Ja. Oh, da ist noch ein Kürbis. Oh, geil. Sehr schön. Scheiß drauf. Oh, hier ist noch eine Feuerscheuche. Hab ich doch noch nicht alles mitgenommen. Mhm. Hier ist zum Glück gespawnt. Moment, ich hab mich schon gewundert. Was haben wir schon hier? Kam mir so bekannt vor. Wir mussten ja von hier bis zur Holzfarbe laufen. Hä? Ja, die sind fast gleich. Ach so? Hey, bin ich blöd? Wo ist der Ausgang? Hier vorne. Das ist richtig. Ah, sah auf der Karte so aus, als wäre ich schon da. Wir hätten so mal Abschiedskürbis hinstellen können. Ja. Oh, reingefallen.